Freunde der Karten, willkommen zurück zum Sonntagsvideo. Ich habe heute mal ein ganz anderes Video als sonst. Wir schauen uns heute mal nämlich ein paar Vintage-Karten an. Und zwar ist die Lage so, ich habe von einem guten Freund von mir ein paar Vintage-Karten aus seiner Kindheit geschenkt bekommen von ihm. Und das freut mich umso mehr, weil ich meine eigenen Kindheitskarten leider nicht mehr habe. Ich hatte halt auch damals als Base-Set und Dschungel und Fossil rauskamen, hatte ich tatsächlich auch Pokémon-Karten gesammelt, aber die sind dann irgendwann leider nicht mehr, haben den Besitzer gewechselt zu dem Zeitpunkt. Ne? Wesentlich später, aber ja, als ich schon lange nicht mehr im Kartenfieber war. Das hat sich irgendwann leider herausgestellt, dass das eine schlechte Idee war, aber so geht es leider vielen, denke ich. Ne? Jedenfalls freut es mich umso mehr, dass mir Mike, du seist gegrüßt, falls du das hier siehst, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, wie gesagt, also Mike hat mir seine Kindheitskarten überlassen und kleiner Disclaimer, die sind natürlich bespielt, genutzt, dementsprechend als Kind, ja, wie Kinder nun mal damit umgehen, ja, benutzt, ne? Und dementsprechend sehen sie dann halt auch aus, oder mehr oder minder, ne? Aber wir gehen da trotzdem mal durch und schauen mal, was wir hier so an Schätzen finden. Ich bin da auch schon mal ein bisschen durchgegangen und habe auch schon mal geguckt. Da ist schon was Schönes dabei. Ansonsten, ja, werden wir am Ende noch, damit wir auch noch was aufmachen, hier zwei Booster Silberne Sturmwinde aus meinem eigenen Vorrat öffnen. Die öffnen wir aber später, wie gesagt. Hier ist die Kiste von Mike, da steht auch Mike drauf. Und ja, ich würde sagen, wir schauen rein. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich tierisch freuen. Wir gehen auf die 500 zu und bei 500 habe ich mir gedacht, machen wir ein kleines Gewinnspiel. Ne? Ich habe noch ein paar Sachen aus Japan da und da würde ich dann was zusammenstellen und dann machen wir ein kleines Gewinnspiel. Jetzt keine super teure Sache oder sowas, aber ein paar Sachen aus Japan hier TCG relevant. Ne? Ansonsten gucken wir jetzt erstmal hier rein, was wir hier so haben in dieser glitzernden Kiste. Und ja, da sind schon die Karten. Wie gesagt, ich bin da schon mal durchgegangen. Die hier sind, die schauen wir uns später an. Ja, wir haben hier jede Menge Kartenstapel. Na, und noch eine Coin hier. Noch ein paar andere Sachen. Hier auch noch Karten. Ich würde sagen, wir gehen da mal so Schritt für Schritt durch. Einfach mal durchgucken und dann bis zu den besseren Karten, also den wirklich wichtigen Karten. Hier haben wir einen ganzen Stapel Energiekarten. Ne? Das sind alles Energiekarten aus den unterschiedlichen Sets. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht angucken. Die sind jetzt nicht so, nicht so wichtig. Aber wir schauen mal, was wir hier so haben. Ja, dann haben wir hier einen Stapel Karten. Ne? So ganz alles. Trainerkarten. Ah, guck mal, da sind auch schon ein paar Pokémon dabei, ne? Schauen wir mal hier. Also hier sind alles Trainer. Müsste man mal durchgucken. Also ich werde die auf jeden Fall nochmal richtig sichten, wie gesagt. Und dann haben wir hier natürlich einen ganzen Haufen unterschiedlicher Sets, ne? Team Rocket, Base Set und solche Sachen, ne? Und da sind schon sowohl englische als auch deutsche Karten bei, ne? Wie ihr sehen könnt. Und Glumanda hier, ne? Shiggy. Und Raupi Nidoran, Traumato, hier sind auch noch mehr Trainerkarten. Da ist schon so einiges bei. Und einige, also viele Karten sehen auch besser aus, als man annehmen würde. Muss man natürlich immer mal gucken. Bei den ganzen müssen halt natürlich alle noch sortiert werden. Hier sind auch noch Energie und Misty. Das freut mich natürlich umso mehr. Ich werde da mal durchgucken und ich werde die auch in Ordner packen, mal gucken, was man so alles am Ende vielleicht so setmäßig. Naja, Master Set wird da wahrscheinlich nicht bei rumkommen, weil da fehlen zu viele Karten, sage ich jetzt schon mal. Aber was man so setmäßig so zusammenstellen kann, vielleicht mal noch in Zukunft ein bisschen was nachholen. Guck mal hier, der Pokémon-Händler. Vielleicht ein paar Sachen noch nachholen und dann mal schauen, was man so, ja, Set-technisch so erstellen kann. Ne? Aber hier, wie ihr seht, also sind es halt jede Menge gemischte Sachen dabei. Ne? Hier, was ist das? Neo-Entdeckung, glaube ich, heißt das Set. Ne? Da war ich schon raus zum Beispiel. Ich habe tatsächlich damals erstmal
bis Fossil gesammelt. Ich glaube vielleicht noch Base Set 2 irgendwie, aber bin ich mir nicht mehr sicher. Ich war halt noch ein Kind. Hier, wie ihr seht, manche sind halt schon sehr abgenutzt. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ne? Warte mal, ich mache das auch mal vielleicht näher. Seht ihr hier? Manche sind halt wirklich runtergekommen. Ich meine, das sind Kinder, Karten, die mein Freund als Kind genutzt hat. Und ich glaube, die meisten werden sich da so reinversetzen können. Ne? Aber da sind halt auch wirklich einige bei, die halt noch wirklich gut erhalten sind. Dann gehen wir weiter. Auch hier noch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eure Karten noch habt aus der Kindheit. Das würde mich mal interessieren. Habt ihr alle eure Kindheitskarten noch? Wo seid ihr denn eingestiegen vor allen Dingen? Schreibt das mal ruhig in die Kommentare. Hier, wie ihr seht, total zerstört. Ne? Also die kann eigentlich auch weg. Ne? Aber ich habe die jetzt mal da gelassen. So, wie ihr seht, also ganz viel auch Team Rocket Karten. Das ist halt schon sehr nice. Ne? Da muss man halt, wie gesagt, einmal mal so richtig durchmisten. Mal schauen, was es da so gibt. Auch hier natürlich, ne? Ja, da gehen wir noch mal ganz kurz drüber jetzt hier. Wie ihr seht, jede Menge Trainerkarten etc. Das sind unterschiedlichen Sets. Hier auch. Und dann müssen wir mal schauen, was da so bei rumkommt. Viele, viele Doppelte auch. Das ist halt natürlich auch spannend, wie ich finde. Doppelte Karten. Müssen wir dann mal schauen, was man damit macht. Vielleicht, naja, also die älteren Sets werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen gefragter jetzt sein. Ich packe mal den Karton weg hier. Ja, die älteren Sets werden ja bestimmt gefragter sein. Da kann man bestimmt mal so ein bisschen tauschen oder so. Oder anderen mal eine Freude machen. So, mal schauen. Aber auch hier Trainerkarten, Trainerkarten, Trainerkarten. Alles dabei. Manche sind auch wie hier zum Beispiel wieder. Na, das sind aber halt. Die waren halt in Benutzung. Ne? Wie ihr seht. Ja. So, und auch hier noch. Ne? Weiter, weiter, weiter. Die ganzen sind halt natürlich relativ viele Trainerkarten, wie ihr seht. Pokémon selbst waren halt nicht ganz so viele, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Start- und interessanten Karten hier, ne? Mehr oder minder interessanten Karten. Ne? Und was haben wir da? Da haben wir halt hier die Rainbow Energy oder auch die Regenbogen Energy hier, ne? Also beide. Bisschen näher ran. Ja, dann haben wir hier, hier comes Team Rocket. Ist natürlich auch schön, ne? Solche Sachen. Oder hier kommt Team Rocket, die sind sogar in Deutsch und Englisch. Hier haben wir zum Beispiel Dschungel Pantimos. Ja, es ist halt abgenutzt, ne? Ich kann die auch mal rausholen. Man sieht es. Aber es sind trotzdem halt, ich finde, spannende Karten, die ich halt echt sehr, sehr gerne sehe, weil sie halt mich an meine Kindheit erinnern. Ne? Und das ist halt das Schöne daran. Dann haben wir hier Haunter aus Fossil, Dark Hypno aus Team Rocket. Die sieht ja auch ziemlich gut erhalten aus, würde ich sagen. Ein bisschen Whitening hinten, ich schau mal, ob ich rein ist. Ja. Bisschen Whitening, aber ansonsten gut erhalten. Ne? Sabrinas Kadabra, das gleiche. Ne? Dunkles Turnopto. Seht ihr, da war ich zum Beispiel schon nicht mehr bei beim Sammeln. Und das ist halt schön, da sind so Karten, die kriegt man ja so erstmal nicht mehr so schnell in die Finger. Also man könnte sie schon noch holen, aber das sind so Karten, wo ich dann auch zum Beispiel keine Berührung mit hatte früher, aber wo man halt jetzt so die Berührungspunkte hat, ne? Zedra King, ne? Sichlor aus Dschungel, also Skysa. Ja, sind halt
Und wie man sieht hier, also was ganz viel ist, die sind halt gebogen, ne? Das muss man halt. Das ist halt Hitmonchan aus Base-Set 2 zum Beispiel. Nocturne. Noch, also Nocturne hier aus Base-Set 1. Dann nochmal Hitmonchan aus Base-Set 1. Nocturne nochmal hier Base-Set 1, ne? Die sind halt auch. Die Mew Promo ist natürlich auch eine schöne Karte, ne? Ich finde, die ist auch für die Sammlung immer spannend. Lugia ist eine Neo Genesis. Das ist natürlich Macho Mai aus First Edition sogar. Natürlich auch nice. Mewtwo. Chirubi. Oder Celebi, sagt ihr Celebi oder Celebi? Ich spreche das immer Celebi aus. Ich glaube, da haben viele auch so unterschiedliche Aussprachen. Ne? Hundemon. Lashoking. Steelix. Ja, dann hier sind halt ein paar Trainerkarten auch. Ne? Noch Dark Raichu. Dark Arbok und ein Bisaflor. Base Set. Bisaflor. Das ist doch mal nice. Das können wir auch mal rausholen. Ja, man merkt hier auch hier, die Karte ist leider ein bisschen gebogen, ne? Also ein bisschen ist gut. Die ist schon sehr gebogen. Aber insgesamt finde ich, ist die Karte gar nicht so schlecht erhalten. Noch mal reinzoomen, Moment, so. Ne? Klar, da sind Kratzer drauf, auch gerade auf dem Holo, aber insgesamt finde ich jetzt nicht so schlecht erhalten. Ja, das ist schon ein kleiner Schatz, finde ich. Relaxo, ne? Snorlax. Nidoking. Chanera. Ein Raichu. Dark Gyarados. Und ein dunkles Turtok. Das ist auch eine starke Karte, finde ich. Ein dunkles Turtok ist eine starke Karte. Die können wir auch mal rausholen. Ne? Ich zoome mal rein. So. Ne, das ist, finde ich, eine sehr, sehr starke Karte. Ist ein bisschen dunkel vielleicht. Ne? Das ist aber auch ein dunkles Turtok. Und die ist auch relativ gut erhalten, ne? Und die ist auch nicht so krass gebogen. Das ist schon eine nice Karte. Ja, vor allen Dingen ist es aber halt, es sind Kindheitserinnerungen, ne? Impergator, Parfunga, Slymog und Omot. Und ja, das war's mit den Karten. Ich würde sagen, Mike, vielen, vielen Dank an dich. Die freuen mich wirklich sehr. Also da werde ich auf jeden Fall mal gucken, was set-technisch so geht. Und damit wir noch was öffnen, öffnen wir jetzt hier silberne Sturmwinde aus meinem eigenen Vorrat noch. Silberne Sturmwinde, da habe ich auch noch nicht so krass viel geöffnet von. Gut für euch hier. Na, stellt er nicht scharf. So, 1, 2, 3, 4 nach vorne müsste das ja sein, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Und dann gucken wir mal. Na, gehen wir ein bisschen rein, ne? Warum stellt er nicht scharf? Urzeitliches Altar. Dedenne. Quartettstein. Trassler. Pandir. Fampi. Flamiau. Süßes Hacken. Geronimatz. Flamiau nochmal. Und Amaldo. Na, kriegen wir wenigstens ein Hit hier mit? Das wäre doch was. Silberne Sturmwinde ist eigentlich ein schönes Set. Schade, dass das schon vorbei ist. Gut für euch hier. Und 1, 2, 3, 4 nach vorne. Und dann gehen wir rein hier. Symbolara, Golbat, Xiaogon, Imolga, Tanheel, Flunschlick, Vulpix, oh, das ist ein süßes Vulpix, oder?
Da ist ja mal ein starkes Wulpix. Schnäppke. Tandra. Und Zytomega. Naja, leider kein Hit. Aber so geht's. Das war's dann erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mach mal hier so. Vielleicht zoome ich auch einfach wieder raus. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, was haltet ihr von den Karten? Ich finde, das ist eine starke Sache. Nochmal vielen Dank, Mike. Und ja, euch noch viel Spaß heute am Sonntag. Ne? Genießt den Sonntag. Lasst, wie gesagt, gerne mal ein Like und ein Abo da. Wir gehen auf die 500 zu. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Shorts und im nächsten Video. Bis dann.